Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir den Stabi, weil ich habe mir gedacht, den Stabi, den mache ich so nebenbei geschwind rein. Ich zeige euch dann irgendwann, wie weit runter er gekommen ist, wie weit ich jetzt fahren kann, wie tief. Aber ich denke, nachdem ich gesucht habe im Internet und viele dieses Problem haben, wie kriege ich den Stabi raus, kann ich das vom Wagenheber, Hebebühne, wie mache ich das Ganze, ich will den doch tiefer haben. Ja gut, dann mache ich ein Video davon. Es ist natürlich kein Video, wie man es machen soll, wie man es machen muss, sondern es gibt euch nur einen kleinen Einblick, wie der ganze Stabi befestigt ist, welche Schrauben raus müssen oder beziehungsweise ich habe es selber auch noch nicht gemacht beim Golf. Ich schaue mir das Ganze an, werde euch mit der Kamera mitnehmen und da könnt ihr euch das mal anschauen. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zur Werkstatt, weil Stabi rausmachen mit dem Wagenheber wäre nicht so geschickt, da der Achskörper gelöst werden muss und abgestützt werden muss, von dem her ist da eine Hebebühne schon erforderlich, nicht unbedingt. Es gibt Leute, die machen es auch mit dem Wagenheber, die sagen auch, das funktioniert gut, aber ich möchte da nicht auf dem Boden rumkriechen, so weit runterkrabbeln, wenn das Ding nur mit einem Wagenheber oder mit einem Bock abgestützt ist. Also dazu, da habe ich doch schon ein bisschen Schiss. Andere Sachen gerne, wo man nicht um das Auto krabbeln muss so wirklich, aber sowas muss nicht sein. Deswegen fahren wir jetzt in die Werkstatt, gucken uns das Ganze von unten mal an. Der neue Stabi ist dabei. Sein Stabi, der hat einen größeren Bogen um die Antriebswelle drumherum. Und schauen wir mal. Wie gesagt, der Stabi ist schon da. Habe ich schon bestellt, der kam an. Und dann im Nachhinein habe ich mich dann nochmal schlau gemacht, wie tief man denn wirklich fahren kann, wie tief denn andere fahren. Und da wurde mir nahegelegt, ich soll mir ein Stabi vom 4Motion, also vom Allrad einbauen, vom R32 oder V6. Da der Stabi gerade ist und dieser unter der Antriebswelle lang geht. Das heißt, den kann man dann richtig gut tiefer legen. Das Einzige, was dann wirklich noch im Weg wäre, wäre die Karosserie. Aber da ist dann Ende Gelände, da kann man dann nichts mehr machen. Das wäre dann so die nächste Lösung, aber soweit werde ich nicht kommen. Ich werde jetzt den Stabi einbauen. Die längeren Koppelstangen sind ja auch schon drin. Und dann werden wir einfach mal gucken, wie weit der runterkommt. Und es wird dann fertig sein. Also da werde ich dann nichts mehr machen. So tief wie er geht. Somit werde ich mich dann auch zufriedenstellen. Ist ja immerhin auch mein Winterfahrzeug. Mein Sommerfahrzeug liegt ja am Boden schon. Also da muss man nicht viel machen. Bei BMW ist das Ganze nicht so kompliziert. Schauen wir mal, was jetzt hier beim Golf dabei rauskommt. Für die, wo es interessiert, lege ich gerne unten in die Beschreibung einen Link mit rein von so einem Stabi, den ich einbaue. Wie der Wagen vorher aussah bzw. aussieht, ich musste den ja wieder höher schrauben, weil es schleift. Jetzt schleift es nicht mehr, aber sobald noch eine zweite Person drin ist und es kommt eine starke Kurve oder ein Schlagloch, dann schleift es wieder und das ärgert mich. Das ärgert mich richtig. Deswegen bin ich jetzt gerade auf dem Weg in die Werkstatt. Wir bauen ihn gemeinsam ein und dann schauen wir mal, was da aktiv geht. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Hier sieht man die längeren Koppelstangen, was auch schon ein bisschen rausgeschraubt sind. Hier oben sieht man den alten Stabi. Der hat einen ziemlich kleinen Bogen, da ist nicht das Problem. Hier auf der anderen Seite mit der dickeren Antriebswelle ist das Problem. Sieht man auch schon, dass die Antriebswelle da Schleifspuren hat. Deswegen kommt da jetzt der Stabi rein mit dem größeren Bogen. Dazu werden hier die Koppelstange gelöst. Der Achskörper muss runter. Der Achsträger. Dass man an den Stabi reinkommt. Und ebenso das Lenkgetriebe, was da oben drauf sitzt, muss gelöst werden. Ich vermute mal, das werden die zwei Schrauben hier sein.
Und dann schauen wir mal, wenn das Ganze drin ist, werde ich euch nochmal sagen, was genau gemacht wurde. Ich lasse mich jetzt einfach mal überraschen. Bis gleich. Irgendwann später. So, die Koppelstangen sind los. Man muss die Koppelstangen nicht komplett rausschrauben, sondern oben einfach nur lösen, da unten er dran bleibt. Und auf der anderen Seite ist auch schon los. Und jetzt geht es weiter mit der Achse. Bis gleich. So, die Achse ist gelöst. Die Achse war befestigt hier mit einer großen Schraube. Hier drin mit einer großen Schraube und das gleiche auch auf der anderen Seite. Dann ist hier das Lenkgetriebe, muss auch gelöst werden. Hier mit zwei Schrauben und auf der anderen Seite mit zwei Schrauben. Dann die Stütze muss auch gelöst werden, damit die Achse runterkommt. Man kann es auch hier lösen, aber ich habe es mir jetzt einfacher gemacht, habe hier die eine Schraube rausgemacht. Dann kann man die Achse vorsichtig runterlassen und an den Stabi rangehen. Dann hat man auch mehr Platz. Hier ist eine Schraube, wo die Schelle vom Stabi befestigt ist. Die lösen, das gleiche auch auf der anderen Seite. Und dann muss man den Stabi nur noch rausfummeln. Ich habe den jetzt hier nach vorne rausbekommen. Hat ganz okay funktioniert, war ganz okay. Und genauso kommt auch der andere Stabi rein. Den ziehe ich vorne rein. Mach den dann hier wieder fest mit den Schellen. Achse wieder hoch, alles zusammenschrauben und dann müsste das funktionieren. Wenn ihr euch jetzt mal den alten Stabi anschaut und den neuen Stabi, das sieht man schon, wenn die am Boden liegen, dass da ein größerer Bogen hier drin ist. Viel ist es nicht, aber wenn man sie so gleich hebt, ich schätze mal so 2 bis 3 cm, sollte auf jeden Fall ausreichen, um auf jeden Fall nochmal tiefer zu kommen. Bei dem Stabi sind Gummis dabei, da wird nur noch die Schelle hier getauscht. Vom alten auf den neuen habe ich jetzt schon gemacht. Und dann wird das Ganze wieder zusammengebaut. Also, bis gleich. Sind wir wieder auf der Straße. Ich habe ihn noch mal ein wenig runtergeschraubt, circa 15 bis 20 mm ungefähr. Also vorher hat er in Kurven gestriffen. Jetzt der neue Stabi drin und gleich noch mal ein wenig tiefer geschraubt. Die erste Hoppelfahrt hat er hinter sich. Da hat bis jetzt noch nichts gestreift oder geschlagen. Hört sich schon mal gut an. Ich war eigentlich nicht so positiv gestimmt, weil das Ganze mich immer zurückgeschlagen hat. Deswegen habe ich keine großen Erwartungen jetzt in den Stabi. Wenn es jetzt auf die Tiefe, also ich sage mal diese 15 bis 20 mm, nicht schleift, dann
hat sich das erfüllt, was ich eigentlich haben wollte. Jetzt kommt die erste Linkskurve. Wenn sich das Auto nach rechts zur dicken Antriebswelle neigt und es schleift nichts. Es schleift gar nichts. Ist sehr schön. Die Tiefe schauen wir uns gleich nochmal an. Weil das Fahrzeug von der Hebebühne gekommen ist, da kann man die Tiefe noch nicht so genau anschauen. Das Fahrzeug muss sich aussetzen jetzt auf der Straße. Aber sieht doch schon ganz gut aus. So, der Golf hat sich jetzt nochmal ein bisschen gesetzt nach der Werkstatt, nach der Hebebühne. Ich habe ihn ja nochmal ein bisschen runtergeschraubt und so sieht das Ganze jetzt aus. Hinten habe ich es gelassen. Hinten ist okay, da gefällt es mir. Da ist die Lauffläche so ziemlich bündig, wenn man guckt, die Lauffläche innen mit dem Radkasten, also die Tiefe, die sieht echt gut aus. Wenn da jetzt noch andere Felgen drauf wären, etwas größere, dann würde das Ganze noch ein bisschen weiter rauskommen und hätte eine schöne Tiefe. Jetzt kommen wir zu vorne. Vorne ist er jetzt ein bisschen höher als die Radlauffläche. Die Radlauffläche ist hier, wenn man meinen Finger sieht, und die Radkante ist hier. Und da ist circa, also ein Zentimeter dazwischen, ca. 10 mm. Hier genauso, wenn da jetzt andere Reifen, andere Felgen drauf wären, wo nicht so ballonförmig aussehen, sondern wo die Felge wirklich bis hierhin geht und der Reifen, dann hätte man ungefähr einen Zentimeter noch Luft. Und ich finde, das sieht auf jeden Fall schön aus. Jetzt klar, mit den Winterreifen nicht so dolle. Die sehen ja auch nicht mehr so dolle aus. Ist ja auch nur für den Winter, der ist nicht so schlimm. Wenn die mal ein paar Lackabplatzer haben, da sie ja eh schon welche haben. Aber mit Gewindefahrwerk, längeren Koppelstangen und einem Stabi mit einem größeren Radius ist das Ganze möglich. Also muss nicht unbedingt ein 4Motion Stabi sein oder ein V6 Stabi. Es geht auch so. Könnte man mal ausprobieren, vielleicht noch ein bisschen tiefer zu kommen, aber das schauen wir dann. Ich möchte es jetzt nicht riskieren, mit dem neuen Stabi da wieder anzuecken, zu schleifen. Deswegen würde ich sagen, lassen wir das mal so. Die Tiefe passt, das gefällt mir gut. Auch als Gesamtes. Klar, tief ist immer schön. Aber so sieht das Ganze noch stimmig aus. Auch hinten dem Achsversatz passt. Sieht gut aus. Ja. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie mir in die Kommentare rein. Wo es den Stabi gibt, kann ich euch auch in die Beschreibung reinsetzen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Dann geht es auch ein bisschen weiter vorwärts. Dann gibt es auch viele Videos über den Golf noch oder beziehungsweise 1.8T. Lasst euch einfach überraschen und ich sage dann mal tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.